Am 6. Juni war es soweit. Nach mehr als einem Jahr Pause ohne Bundesliga-Tennis haben unsere Damen erneut in der ersten Bundesliga aufgeschlagen. Am ersten Spieltag erwartete uns der Tennisclub Blau-Weiß Aachen. Schon am Vortag reiste unser Team in Aachen an, um sich mit der Anlage für den kommenden Spieltag vertraut zu machen. Die restlichen Stunden wurden damit verbracht, sich gemeinsam auf den nächsten Tag einzustellen. Stefanie Wagner hat sich besonders gefreut, mal wieder im Team spielen zu dürfen. Das einzig Schöne ist, dass man endlich mal im Team ist, weil so bist du ja immer alleine unterwegs. Es ist halt komplett Einzelsport und ich genieße es dann natürlich auch mal wieder im Team zu spielen, nachdem ich auch vier Jahre in Amerika war, im Team gespielt habe. Und genau, das ist dann auch eine schöne Abwechslung zur Tour. Die Vorfreude galt aber nicht nur dem Bredeneyer Team, sondern auch den Umständen, die deutlich normaler ausfallen sollten als auf der Tour. Ja, dürfen ja auch ein paar Zuschauer kommen. Ich habe gehört, so zwischen 100 und 200 Zuschauer sollen morgen kommen. Ist auch eine schöne Abwechslung, einfach mal wieder Normalität nach dem ganzen Corona-Chaos. Es ist einfach Vorfreude pur. Am nächsten Morgen war es angerichtet. Zwar ließ das Wetter noch zu wünschen übrig, aber alle Spielerinnen konnten sich voller Vorfreude auf ihre Spiele vorbereiten. Nach einer emotionalen Ansprache durch Coach Kuchen und Mannschaftsführerin Niki Goya startete der Spieltag mit den ersten Einzeln. 1, 2, 3, ready! Die erste Runde der Einzel konnten sich unsere Mädels ausnahmslos sichern. In der zweiten Runde startete Annalena Friedsam mit Schwierigkeiten in ihr Einzel. Ja, es war definitiv nicht einfach. Also ich denke, heute kam viel zusammen. Erstmal die Gegnerin, wusste ich nicht genau, was so auf mich zukommt, weil sie spielt unglaublich, dann macht sie wieder Fehler. Also man hat einen sehr schwierigen Rhythmus. Dann heute sehr Regen, Nieselwetter. Verunsichern ließ sie sich jedoch nicht. Das 3-1 im zweiten Satz gab Anna genug Selbstvertrauen, um den wichtigen Punkt für das Team nach Hause zu holen. Mit einer 4-2-Führung im Rücken startete das Team in die Doppel. Vivian Heißen und Stefanie Wagner konnten sich mit ihren Doppel den Sieg für die Bredeneyerinnen sichern. Jedoch nicht ganz ohne Spannung. Nach einem klaren ersten Satz für die Bredeneyerinnen lag die Entscheidung letzten Endes doch im Matchtiebreak. Nach einem langen Hin und Her entschieden die beiden jedoch ihr Doppel und somit auch den ersten Spieltag ihres Teams. Coach Kuchen war mit dem ersten Spieltag sehr zufrieden. So als Team war das erstmal eine sehr gute Performance heute. Geschlossene Teamleistung. Auch die Mädels, die nicht Einzel gespielt haben oder dann nicht Doppel gespielt haben, haben wirklich gut die Mannschaft supportet von außen und einfach super Team dabei gehabt, was alle unterstützt hat. Das war wirklich schon meisterlich, würde ich sagen. Insgesamt ein erfolgreicher erster Spieltag für unsere Damen, die trotz individuellen Schwierigkeiten bis zum Ende gefightet haben und somit zu Recht mit einem Sieg in die Saison starten können. Am 3. Juli spielen unsere Mädels das erste Mal zu Hause gegen Blau-Weiß Dresden-Blasewitz. Seid dabei und unterstützt unsere Mädels auf dem Weg zur Meisterschaft.